Aber vorletzt nicht mit der Kollegen mit im Bernbiet, weißt, von Münchenbuchsee bis gegen Ostermundigen über. Und hey, im Atlantis hat ein Navi in seinem Karren, gell? So ein Navigationsgerät, wo Berndeutsch mit ihm redet. Also davor solltet ihr den Säuferli links haben. Nein, Herr, warte, du hast fast nicht geglaubt. Nicht von in 80 Metern links abbiegen. Nein, du, also davor solltet ihr den Säuferli links haben. Nein, das ist jetzt der Gipfel vom Föderalismus. Hallo, ein berndeutsches Navi, ich meine. Ja, du denkst, vielleicht ist das eine Marktlücke. Gell? Vielleicht musst du jetzt das einfach Luzernerisch anbieten für die Luzerner und Solothurnisch für die Solothurner. Jedem das sein. Im Bündnerland wird es dann einfach wahnsinnig kompliziert, weil der Team muss ja auf Jauer, auf Wallader, auf Sutzilwan, auf Sursilwan, Sventer Weinmetters mit der Direktion Sinister und dann im Wallis für die Eingeborenen. Gell? Für das die es verstehen. Ja, dann müssen wir es eigentlich mit dem Salzgeber am Geschichten einspielen. Könntest du da vorne bitte rechts abbiegen, aber wir müssen ein bisschen liegen, ist eine höhere scharfe Kurve. Nein, jedem sein Navi, gell? Wir müssen aufpassen, gell? Dass nicht etwa noch Constantin vom FC Situ mit Gino Ferrari mit 180 im Brie fräsen. Etwa noch Freisinger auf dem Nebelsitz. Nein, jedem sein Navi jetzt. Hast du gelesen, da der Schwinger, der Bösch, Daniel, gell? Ist ein feiner Fetzen. Da haben sie dann gefragt im Blick im Interview, was er denn erotisch finde. Dann sagt er, der Bösch, der da zu uns gewonnen gewonnen hat, gell? Der Schwinger, der Bösch, sagt, also die Stimme von seinem Navi, gell? Die sind so sexy. Nein, das sind richtig gehend erotisch. Ja, ja, man tut echt, wenn jetzt der ins Buff gehen, oder? Dann geht das offenbar einfach ein bisschen mit seinem Toyota Land Cruiser über Land. Und, nein, jedem sein Navi, oder? Nein, da die eine Partei. Die wären natürlich froh, sie hätten das Navi, die ganze Zeit nur sagt, rechts abbiegen! Gut, aber dann natürlich also nicht auf Ausländisch. Nein, das fehlt sich noch. Das Navi, das da jemand auf Ausländisch sagt, was durchgeht. Hier, da. So ein Masseneinwanderungs-Navi. Nein, das ist also. Nein, natürlich, der Schweizerdeutsch und deutlich. Gell, rechts abbiegen, da mir nochmals will dann zeigen, wo der Bartli den Most holt. Nein, das braucht es dann nicht. Also sicher nicht noch das Schwaben-Navi. Der haben wir dann schon sonst genug, Zürich, der Deutsche, gell? Also, ja, findet jetzt eben die eine Partei. Ja, die Nationalräte von Winterthur mit dem Friseurli, nicht? Sie hat ja das Burnout gehabt. Ja, man soll keine Witze machen über so Krankheit, aber warum sie es gehabt hat, nicht? Ihr Burnout. Sie hat es ja gepostet. Auf Facebook bekannt gegeben, die Nationalräte von Winterthur mit dem Friseurli. Sie hat bekannt gegeben, warum sie ein Burnout hatte. Sie hat einfach sich der Wefer ausgegabt in diesen Social Media, gell? Und vor lauter kommunizieren mit ihren Followers, vor lauter Twitter und Facebook bekommt die ein Burnout. Habe ich müssen sagen, ja gut. Wir Hausfrauen haben auch gerne mal ein Burnout. Wir kommen einfach nicht dazu. Gut, jetzt. Ja, es ist nicht so mit den Basler eben. Meinen Sie, ein Glöpfel. Aber dann habe ich es gleich noch gefunden, der Frühling, der Fasnacht, hat die SVP hat mit der Rickli neben dem Bock jetzt auch ein Zickli. Was man aber noch nicht weiss, welches ist die Blädergeiss. Nein, sie. Sie findet mir eigentlich viele Deutsche zu Zürich, nicht auch ihren Nationalratskollegen. Findet sie auch, gell, der Professor. Nein, eben nicht Professor. Du, das kann der Gleitung gehen, gell? Ja, dann bist du Professor und dann oft mal am nächsten Morgen bist du emeritiert. Hast du auch einen Löhl? Der hätte ja mir anrufen können. Ich wäre ihm dann die Knochen abstauben. Das ist ja in dieser Sammlung, das ist ja meine Kernkompetenz. Ja, das Hüdeli ging bei mir, gell? Die Toilette hat nichts gemacht an mich. Es war ein bisschen Mohrerei. Nein, die beiden finden mir eigentlich viel Deutsche zu Zürich. Und ehrlich gesagt, seit die das finden, finde ich es schon fast nicht mehr. Gut, ich bräuchte jetzt persönlich auch nicht das Navi, wo man die ganze Zeit links, rechts, geradeaus, Marsch. Aber ich habe gar kein Auto. Nein, aber so einen grünen R, gell? Zum Beispiel der Bastien Giro nicht. Grüner Nationalrat. Der braucht natürlich nicht das Navi, das ihm die ganze Zeit links überholen. Nein, noch viel linkser. Nein, ganz links raus. Aber es müsste natürlich dann differenzieren, gell? Links überholen, aber nicht mit so einem huren Offroader, sondern mit einem CO2-neutralen Fahrzeug. Und hast die Klimakompensation schon gezahlt?
jedem sein Navi, gell? Gibst Gas oder was? Was in der OD50er-Beschränkung geht dich an Arsch vorbei, Mann? Gibst Gas oder was? Nein, mit. Mit Sozialarbeiterinnen Jargon musst du so eben nicht kommen. Oder meinst du ein Navi, der ihm sagt, ich denke, auch du bist ein wertvoller Mensch, aber weißt du, dass da draußen sind auch alles ganz, ganz wertvolle Menschen und ich würde es irgendwie nicht gut finden, wenn du die überfahren würdest. Aber der versteht doch die Sprache nicht, gell? Na, der Junge braucht ein Navi, der einfach alle 20 Meter nur sagt, gefällt mir, ein Like, Smiley, 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 gell? Und dann der steht Obacht da vorne, scharfe Linkskurve und 30er-Beschränkung. Sagt es dann nur noch, schalk, so tue doch die, gell? Schau, dass man das Smiley oder abkürzt. WhatsApp-Chat. Hey, eure Jungen auch da so einen WhatsApp-Chat? Gell, in der Schulklasse. Das ist ja. Habe ich letzte Woche gesagt, jetzt wollte ich mal reinschauen. Schau, dass man das Smiley. Du verstehst kein Wort als Olde. Gut, für das ist ja das, was wir nicht verstehen. Nein, wenn sich dann bei der Tochter eine ganze Schulklasse tut sich den ganzen Tag Nachrichten gegenseitig schicken, alle allen, gell? Das am Abend hast. Hast du 1789 Nachrichten auf dem Handy? Sag ich, Tochter, warum liest du das eigentlich gegen alle? Sagt sie, es könnte ja eine wichtig sein. Es könnte ja jeder stehen morgen, morgen um 7:30 die fällt Geografie aus. Ja, dann musst du die 1788 Gänger auch lesen. Smiley, oder? Nein, so tue die, Miguel gegen Jolo. Jolo. Oder mit dem Snowboard im Bündnerland so über eine Wahnsinnschanze. Er sagt, Jolo, ich sage, pass auf, fliegst du Ranzen. Er sagt, Jolo, geht über die Schanze, fliegt der Ranzen. Steht wieder auf, putzt sich der Schnee ab und sagt, Jolo. You only live once, gell? Nein, das musst du ja wissen, hast du nicht gewusst. Nein, das ist. Das ist doch da jetzt beim Juri, hast du nicht gewusst. Mit Podlatschikow, der da Gold hat gemacht für die Schweiz. Das war sein Gump, der Podlatschikow. Ein altes Schweizer Geschlecht. Der hat ja. Er ist ja ein geiler, sich in dieser Halfpipe, gell? Gewartet bis zuletzt. Gewartet und gewartet und der Amerikaner hat noch probiert und fliegt da Ranzen, nachher kommt der Juri und im letzten Gump hat er ihn gemacht, der YOLO-Flip. Das ist jetzt eben. Ich bin jetzt auch noch mal in der Halfpipe gewesen, zu Lachs, es ist. Das Rippi tut noch ein bisschen weh. Du, es ist irgendwie über 4,5 der Dreieck, ich kann es noch nicht ganz, aber du. Musst üben, gell? YOLO. Bin ich da von letztes Zürich an diesem Güppli-Event. Roter Teppich und Geschmäuse und Zeug. Weißt du, Swiss Music Award. Ja, das hast du nicht davon, wenn du alle Woche im Migros-Blättchen den Ring rausstreckst, wirst du am Schluss noch selber eine Celebrity. Also jetzt vielleicht noch nicht der Servala-Promi in meinem Fall, aber vielleicht fangen Cipollata. Auf jeden Fall jeder Tee auf dem roten Teppich so ein bisschen bestellt und nicht abgeholt, dann aufzumalen, bekommt mir das Stress, gell? Weißt du, der Rapper, oder? Ex-Winiger, gell? Ich dachte, das muss ich sofort heimmelden. Die Tochter los, ging dem seine Musik, gell? Ich bin schnell heimgesümselt. Also schnell. Geht ja der halbes Moment, gell? Bis unser einer da so hat. Und sie schreiben sie viermal zurück und dann musst du wieder vorne weglöschen. Zeug. Ich da heimbuchstabiert. Anna, Luna, du glaubst nicht, wer mir gerade die Hand geschüttelt hat. Am Stress. Tag ist zurückgekommen. Omg? Ja, ja, nein, eine junge Kollegin müssen fragen, was ich. Omg. Oh mein Gott! Nein, so tue die! So tue die! Und nein, wegen dem Navi, ja, sagen wir einen reichen Amerikaner, der in die Schweiz kommt. Weißt du, unanständig, saumässig reicher Amerikaner, Milliardär. Ja, geht wieder Vasella, aber der ist ja erst gegangen. Aber sagen wir die Grössenordnung. Wenn so ein Vagant in die Schweiz kommt, der braucht er einfach ein Navi, das ihm nur den direktesten Weg gell, vom Flughafen zur Bank Wegelin angeht und wieder zurück am Flughafen. Bye, bye. Ja, dieses Kalb nennt der Löhli-Kapitän, oder? Von dieser Costa Concordia. Der Löhli wäre ja auch froh gewesen, er hätte ein Navi gehabt, wo seine Sprache redet, oder? Attenzione, ma che cazzo stai facendo? Attenzione, a stronzo! Gut, wenn du natürlich nicht mehr an Bord bist. Hey, dann nützt der schönste Navi nicht mehr.